An die Delegierten der 28. Bundesdelegiertenkonferenz. Meine Bewerbung für den Parteivorsitz bei Bündnis 90/Die Grünen. Wenn ich auf der Internetseite http://www.reinhard-boetikofer.de/richtig informiert wurde, wird in der 28. Bundesdelegiertenkonferenz in Erfurt ein neuer Parteivorsitzender gewählt. Mein Ergebnis beim Grünomat: Wie grün bist du wirklich? Betrug 94%. Es wäre mir ein Anliegen, ein 3x200-Millionen-Euro-Programm auf den Weg zu bringen. Für Solardächer, für Elektroautos und für Niedrigenergie-Sparhäuser. Um einige andere Projekte zu nennen, die ich vorantreiben möchte, fange ich mit den Verbrennungsmotoren an. Meiner Ansicht nach müsste die Fahrzeugindustrie dazu gebracht werden, nicht nur Verbrennungsmotoren, sondern auch Erdgas-, Elektro- und Wasserstoffautos auf den Markt zu bringen. Dies könnte man mit einer Quote von 20% festsetzen, je 20% Diesel, Otto, Erdgas, Elektro- und Wasserstoff, und wenn man Hybrid, also zwei Antriebsarten in einem Fahrzeug, zählt, könnte der Anteil an Otto- und Dieselanteil bei 80% bleiben, und wenn man partout Diesel oder Benzin verbrennen will, braucht man den Zweitmotor nur einfach nicht benutzen und hat trotzdem einen Ersatzmotor dabei. Außerdem wäre es eine Wohltat für die Förderung der Innovation. Ich würde mich auch einsetzen für die Förderung von privater Energieerzeugung, wie eine Kleinwindkraft-Energieerzeugung-Förderung, also ein Familienhaushalte versorgende Windräder mit einer Förderung von 500 Euro und einem Eigenanteil von 2000 Euro. Das wären immerhin 400.000 Energieerzeuger zusätzlich bei einem Einsatz von 200 Millionen Euro Fördergelder und bei Millionen von Energieverbrauchern, die jedes Jahr aus Taiwan importiert werden und Strom verbrauchen, sollte es kein Problem sein, Strom aus Kleinkraftwindanlagen ins Stromnetz einzuspeisen. Außerdem liegt mir die europaweite Förderung nachwachsender Rohstoffe wie zum Beispiel Hanf am Herzen, so dass in naher Zukunft 10 Millionen Hektar Hanf in Europa angebaut werden. Ich bin 40 Jahre alt und verheiratet und kinderlos. Ich interessiere mich für Kunst, Computer, Motorräder und Politik. Ich bin Mitglied bei den Bündnis 90/Grünen von 16. Oktober 1994 bis 17. September 2005 und seit 26. Januar 2008 wieder. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Lars Willen.